Ja, das Waisenhaus ist also jetzt kein Waisenhaus mehr, sondern ein Obdachlosenasyl. Was ist hier? Hi. Hallo. Wir verkaufen jede Menge hochwertige Produkte, alle mit der Kraft von Smuk hergestellt. Sucht euch etwas aus. Kaufen, verkaufen, verlassen. Kaufen. Smuckgürtel 100, Smuckstiefel 150, Bronzeschwert. Warum ist der Angriff E? Verteidigung E? Bronzeschwert, Bronzerüstung. Ach, das ist sowieso ausgegraut, das habe ich schon. Ah, ja klar, wir haben doch bei den Dämonen hat man das noch gekauft. Okay, dann kaufen wir mal Schmuckstiefel. So teuer sind die ja nicht, ne? Schmuckstiefel für 100G kaufen. Ja! Schicke Füße waren einmal. Jetzt riechen sie nur noch nach Smuck. Und den Gürtel nehmen wir natürlich auch noch. Ein Smuckgürtel für 100G kaufen. Ja! Ihr wollt ihn nicht zu fest anziehen. Okay. Ja, dann kann ich irgendwas verkaufen? Lass mal gucken. Nö. Könnte ich noch nicht mal auswählen, selbst wenn ich es wollte. Okay. Verlassen. Vielen Dank und kommt bald wieder. Ja, wenn du mal andere Angebote hast, wäre das vielleicht ganz interessant. Ich habe 5 Gold gefunden, ne? Wie nett. Dass das keinen interessiert, ne? Wenn man denen da mal eben. Leer. Da mal eben 5 Gold aus dem Fass klaut. Sind die Sachen eigentlich jetzt. Ja, die werden automatisch angelegt. Okay. Na gut, dann mal, ne? Das war also der Händler. Haben wir mit euch schon gesprochen? Ach, meine Liebchen. Eines Tages werde ich euch weit von der Smuckabgasen fortbringen in den Nymphenwald, wo die Zeit stillsteht. Dort wird unsere Liebe ewig währen. Ach, wie romantisch. Ich würde aber lieber auf den erstarrten Kontinent wandern gehen, wo nur unsere Liebe unsere von Frostbeulen übersäten Körper wärmt. Ich bin euer getreuer Ritter. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ach, mein Liebling. Ach, mein Zuckerschnäuzchen. Wie wär's, wenn ich meine Mutter einlade, mitzukommen? Wie wär's, wenn wir die ganze Sache vergessen? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ach, wie schön. Das Gasthaus. Haben wir alles andere schon abgeklappert? Hier war doch noch ein Glücksspielladen. Irgendwo. Hier, so, der. Nee. Wo ist denn mit dem, was mit dem Glücksspielladen passiert? Nein. Ach, das war hier, ne? Ich meine, das wäre einer von den 2 Häusern gewesen. Okay. Darunter können wir nicht. Da gehen wir dann wieder raus. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal ins Gasthaus. Mal sehen, was wir da noch machen können. Bisher haben wir ja. Ich meine, wir haben einiges erfahren. Aber ansonsten. Ach, hier kann man jetzt hochgehen. Hoch. Oh. Okay. Hier pennen die einen oder anderen. Da spielen ein paar Kinder mit ihrem Fräulein. Kann man hier mal gucken? Nein. Ist auch nichts drin. Ist auch nichts drin. Dieser Vertrag wird mir Millionen einbringen. Vorausgesetzt, Sie lesen das Kleingedruckte nicht. Ach, dass die alle im Schlaf reden, ist schön. Will jemand machen? Nein. Da gucken. Wow. Okay, einfach nur, wow. Habe ich mich jetzt über das Buch gewundert oder was? Ist egal. Und du? Hallo? Hallo? Hallo?
überall Bücher. Ich hoffe wirklich, dass der Prophet ein Bücherverbot erlässt. Ihr habt's nicht so mit Lesen und Bilden und so, ne? Bett. Nix in den Kommoden hier. Was guckst du unter die Decke? Bei all dem Lärm von den Mädchen nebenan kann ich nicht schlafen. Warum greifen ihre Mutter nicht ein und sagt... Greift ihre Mutter nicht ein und sagt ihnen, dass sie ruhig sein sollen? Lass sie doch spielen. Hi. Zur Seite, Alterchen. Seht ihr denn nicht, dass ich hier gehe? Du bist ein bisschen frech, kann das sein? Zur Seite, Alterchen. Alter, sie sind frech. Ich würde gerne mit der Mutter reden. Mami, der Mann steht, sieht arm aus. Fass mich bloß nicht an, sonst hole ich mir noch eine Krankheit. Das Leben als Frau eines Händlers ist kein Honiglecken. Stimmt schon, uns fehlt es an nichts, aber mein Mann ist oft nicht da und macht das wieder gut, indem er unseren Mädchen Geschenke mitbringt. Ich glaube, es wäre besser für sie, wenn er öfter da wäre. Ich kann sie nicht bestrafen, sie sind einfach zu süß, um bestraft zu werden. Es wäre aber vielleicht mal nicht schlecht, die sind ja kackenfrech hier. Nee. So ist das mit der heutigen Erziehung. So, was sagst du mir denn? Meine Tochter spielt gern mit ihren Freunden im Hof des Gasthauses. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie dort draußen den ganzen Tag lang machen. Ach, aber vielleicht würdet ihr euch gern kurz ausruhen. Nein. Aber danke für den Tipp, jetzt weiß ich, wo das Geheimversteck von den Mädels ist. Was sagst du mir? Das Essen hier ist schon in Ordnung. Aber nicht so zu vergleichen mit McDonald's, dem besten Restaurant auf dem gesamten Kontinent. Okay? Na? Obst und Gemüse zu finden, das nicht mit Smog angereichert ist, wird immer schwieriger. Klar, es sieht hübsch aus, weil seine Farben intensiver sind. Es schmeckt aber nach rein gar nichts. Wie soll ich mit dem Zeug richtiges Essen kochen? Das ist eine gute Frage. Würzen. Ich weiß, scheiß Antwort, aber was anderes fällt mir dazu nicht ein. Naja, sonst kann man hier nichts machen. Ja, auch nicht. Kann man das Bild angucken? Nein. Wie kommt man denn auf den Hof? Hier? Ah, die Tür haben sie verlegt. Die war woanders. Guck an, da sind sie. Na, kann ich mal an die Kiste daran? Das... Nein, das ist nichts. Ist leer. Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem Hauptquartier? Ich bin auf der Durchreise. Ich suche nach dem Schlüssel. Ich will euch helfen. Operation Solid Snail? Was soll man da nehmen? Operation Solid Snail. Nehmen wir mal, ja? Saku? Ja, nicht übel. Ich glaube aber, dass uns etwas Besseres einfällt. War ein Versuch wert. Moment mal, ich red mal die hier an. Achtung, Mädels. Wir werden von einem unheimlichen Kerl angestarrt. Okay. Okay, war also dann richtig, die anzusprechen. Ja, ich glaube, man sollte sowieso von oben nach unten durcharbeiten. Aber ich fand das so verlockend, Operation Solid Snail zu sagen. Ich bin auf der Durchreise. Oh, okay. Dann geht nur weiter. Hä? Wer seid ihr? Was macht ihr in unserem... Blablabla. Ich suche nach dem Schlüssel. Dem Schlüssel? Welchem Schlüssel? Haltet ihr mich für einen Idioten oder sowas in der Art? War ein Versuch wert.
Gut, dann will ich euch halt heißen. Dann bleibt, ist das ja die letzte Option. Echt? Habt ihr das gehört, Mimi? Er will uns helfen. Aber wobei genau helfen? Gute Frage. Bei was helfen? Das wollte ich gerade fragen. Also, bei was genau wollt ihr uns helfen? Bücher stehlen, Spielzeug besorgen, ich brauche den Schlüssel. Ja, Bücher stehlen bietet sich jetzt an, weil wir ja wissen, dass sie die Bücher haben wollen, ne? Aber stehlen gefällt mir nicht. Spielzeug besorgen, ich brauche den Schlüssel. Komm, wir sind ehrlich, ich brauche den Schlüssel. Sagt mal, wisst ihr was? Ich mag Leute, die direkt sind und wissen, was sie wollen. Also mal angenommen, ihr findet euren Schlüssel. Zum Beispiel in einem Tresor oder einer Truhe oder so. Und dann benutzt ihr ihn vielleicht, um in die Bibliothek zu gelangen. Und in der Bibliothek findet ihr, ach, was weiß ich, sagen wir mal, ein Buch. Würdet ihr es in diesem rein hypothetischen Fall zu uns bringen? Ja. Versprochen? Ja. Hand aufs Herz? Ja. Also würdet ihr bei eurem Leben schwören? Oh, Mädchen, ja. Also ich glaube, wir werden uns großartig verstehen. Haltet euer Versprechen und ihr müsst euch um nichts Sorgen machen. Gibst du mir jetzt den Schlüssel? Oder hatte ich einfach nur die Tipps, dass ich da einen Tresor oder sowas durchsuchen soll? Haltet euer Wort und bekommt keine Probleme. Vorsicht, der Schlüssel darf nicht verloren gehen. Wir können euch hoffentlich trauen. Haben die mir den Schlüssel jetzt gegeben oder was? Ich kann mein Inventar nicht öffnen. Warum nicht? Okay. Hallo. Grüner Trank, roter Trank, Schmucksti. Nö, haben wir keinen Schlüssel jetzt gegeben. Aber ich habe ja den Tipp, dass ich den irgendwo finden könnte. In einem Tresor oder so. Hm. Aber die hatten den doch. Vielleicht wird der mir nur nicht im Inventar angezeigt. Gehen wir einfach mal gucken. Ich finde das jetzt ein bisschen seltsam. Aber gut. Diese Tür ist verschlossen. Naja, also ich muss ihn immer noch irgendwo finden. Ist hier ein Tresor oder eine Truhe? Ich meine, die Truhen und sowas haben wir ja schon abgesucht, ne? Also hier die ganzen Kommoden. Aber das wird dann im ersten Haus sein. Wäre jetzt das Logischste. Und war dann einfach nur gesperrt. Weil wir haben da ja überall geguckt. Bis wir mit den Kindern gesprochen haben. Aber andererseits, die hatten doch gesagt, sie hätten den Schlüssel. Wo? Ne, hier nicht. Wo war denn das? Ach, hier haben wir noch einen mit einem nicht gesprochen, ne? Als ich klein war, habe ich mich immer mit meinen Freunden in der Kanalisation versteckt. Dort wimmelt es vor Ratten und anderen ekligen Dingen. Aber was hatten wir Spaß? Doch seit der großen Katastrophe habe ich einfach die Lust am Leben verloren. Ja, die Kanalisation kenne ich auch noch. Okay, hier war man das nicht mit dem Schlüssel. Hier finden wir noch ein paar, mit denen wir nicht gesprochen haben. Hey. Unsere Familie ist seit Generationen arm. Aber früher konnten wir zumindest die Sonne sehen. Jetzt wird alles mit Schmuck betrieben. Der Rauch verdeckt die Sonne und alle werden krank. Die einzigen, die immer reicher werden, sind die Händler. Und was haben wir davon? Ich mache mir Sorgen um die Zukunft meiner Tochter. Berechtigt.
Hallo Mädchen. Mutti macht sich große Sorgen. Sind alle Erwachsenen so? Ja, sie tendieren dazu, aber auch nicht ganz unberechtigt. Jetzt dürft ihr mittlerweile mit allen gequatscht haben, ne? Und dir? Glaubt ihr wirklich, dass der große Zerstörer die große Katastrophe verursacht hat? Und was hat es mit den 5 Schlüsseln auf sich, die er finden muss, bevor er die Welt zerstört? Jetzt sind schon 5 Schlüssel. Alter, ey, das wird ja immer schlimmer. Ach, hier gibt's noch einen Eingang.